Hey, wieso hat das so lange gedauert? Mal sehen, wie viel du über mein Lieblingsthema weißt. Mich, erste Frage. Wie lautet mein offizieller Titel? Maui, Frauenwandler, Halbgott des Windes und des Meeres, Held der Menschheit. Das ist richtig. Die meisten vergessen den letzten Teil. Gute Arbeit. Nächste Frage. Was habe ich Held der Menschheit vergraben, um Kokosnussbäume wachsen zu lassen? Alle. Ich muss zugeben, ich war etwas überrascht, als es passierte. Aber warum sollte man sich gegen diese Aber warum sollte man sich gegen diese Ergebnisse stellen? Oh mein Gott. Vor allem, wenn sie köstliche Kokosnüsse beinhalten. Mal sehen, ob du alle Fragen richtig beantworten kannst. Letzte Frage. Welche Macht erteilte ich durch meinen Angelhaken? Das Formwandeln. Du, meine Freundin, hast den Maui-Test mit Bravour bestanden. Schön, einen Fan zu treffen. Was brauchst du? Kannst du mir dabei helfen, die Truhe vom Strand zu entfernen, damit ich bei Janas Kanu frei bekomme? Sicher, gib mir die Spitzhacke, die du da hast. Ich mache sie so stark wie mein Haken. Oh, kriegen wir jetzt ein Spitzhacken-Update? Hier, bitte, ein Geschenk vom Halbgott. Jetzt geh und befreie das Kanu. Wir haben jetzt halt wirklich ein Spitzhacken-Upgrade bekommen. Wie cool ist das denn? Jetzt können wir so große Sachen zertrümmern. Aber was müssen wir denn zertrümmern? Die Frage ist, wo ist... Das ist ja nicht ihr Kanu. Hier kommen wir zurück. Obvious. Hier können wir nicht weiterlaufen. Hä? Wait a second. Ikano wird ja sehr unwahrscheinlich nicht irgendwo am Wasser sein. Leute, wirklich, ne? Tell everybody I'm blind. Das ist... Oh. Kokosnüsse. So, ich sehe hier oben auch kein Kanu. Was müssen wir kaputt machen? Ich bin gerade wirklich sehr verwirrt. Befreie Bayanas Kanu, indem du die Trümmer dahinter entfernst. Oh lol. Das fette Schiff ist doch ihr Kanu und die Oh, dann können wir die Steine zu Hause jetzt auch kaputt machen. Hat jetzt keiner gesehen, wie ich jetzt gerade 5 Minuten komplett Brain AFK durch die Gegend gerannt bin, okay? Nächstes passiert hier. Arze, Digga, was geht ab? Dreamlight Valley. Entspannt, Runde. Oh, hey. Arze, wie sieht's aus? Holst du DBD oder wie sieht's aus? Zockst du nachher mit? Noch hast ein bisschen Zeit. Wir fangen vor 19:15 nicht an. Okay. Nun, du hast es geschafft, Betty. Nicht annähernd so fantastisch wie mein Kopf mit Tamator, aber naja, du bist auch nur ein Mensch. Stimmt, wir sind auch nur Menschen. Wow, ich hoffe, dass ich eines Tages so stark sein werde wie du, so cool sein werde wie du, dein aufgeblasenes Ego platzen lassen kann. Ja, wir nehmen aber mal die Stärke. Aha, eher nicht, aber du kannst weiter träumen. Vielleicht werden deine Taten fast genauso legendär wie meine. Jetzt geh und hilf Bayana bei ihren Fischdingen. Wow, schön. Dann laufen wir jetzt zurück zu Bayana. Ey, yo, Atze. Okay, die Sturmtrümmer sind beseitigt und mein Kanu ist bereit. Siehst du die Linie, wo der Himmel auf das Meer trifft? Der Horizont. Ich wollte schon immer dorthin segeln.
Ich kann es kaum erwarten. Wenn du so bist wie ich, wirst du es lieben. Okay, lass uns an Bord meines Bootes gehen und ein bisschen Spaß auf dem Meer haben. Wir segeln jetzt mit Bayana durch die Gegend. Oh wow, das ist so cool. Es ist so cool. Jetzt, wo wir auf dem Meer sind, möchte ich dir etwas zeigen. Als ich im Kanu gearbeitet habe, habe ich das hier zwischen den Planken gefunden. Ich weiß nicht, wie es dorthin gekommen ist oder was es ist. Es sieht aus wie eine Karte, aber nichts darauf kommt mir bekannt vor. Könntest du einen Blick drauf werfen? Wer macht mir das, oder? Wieder. Ich bin definitiv hier. Ja, Bayana. We know. Okay. Cool. Ganz oben ist dieses süße Ding, was sie in, im Film, ne? Hier der wütende Vulkanstein, der dann eine wunderschöne Blumenfrau wurde. Genau. Kann man sonst irgendwas auf der Map erkennen, was man irgendwie wiedererkennen könnte? Ich glaube nicht, oder? Steine, noch mehr Steine. Schiffsbrüchige, noch mehr Steine, Sandbänke, eventuelle Monster, Windmühlen. Windmühlen? Haie, Delfine, Fische. Cool. Warte mal, wir müssen mal hier kurz. Hallo, lass du mich mal in meinen Aufgabenbereich. Andersrum, so. Wir müssen die mal kurz hier fixieren. Das nervt mich, wenn ich nicht sehe, was ich machen muss. Du hier! Großartig! Denn die haben ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast, aber jetzt verstehe ich sie. Sie zeigt die verschiedenen Bereiche des Meeres in der Nähe dieser Insel. Diese ergiebigen Fischgründe werden weiter da draußen sein, aber sie nur ein dichter Nebel versperrt uns den Weg. Wir müssen etwas finden, womit wir sicher passieren können. Etwas, was uns den Weg erhält. Der Karte zufolge befinden wir uns im Süden in der Nähe des Nebelrandes. Es sieht so aus, als gäbe es noch ein paar andere Orte, die markiert sind. Das hier sieht so aus wie die Felsnadel im Nordwesten und die kleinen Inseln im Nordosten. Ein Korallenriff im Südwesten und ein Schiffswrack im Südosten. Warum wählst du nicht aus, wo wir als erstes suchen? Ich habe das Gefühl, dass du etwas finden wirst, das uns den Weg leuchtet. Bis bald. Oh lol, jetzt müssen wir das aussuchen? No way. Suche in den verschiedenen Bereichen des Ozeans nach etwas, was uns den Weg durch den Nebel leuchtet. Aber wir haben ja die Karte nicht mehr. Wie sollen wir das denn machen, wenn wir die Karte nicht mehr haben? So, wir gehen mal kurz hier alles durch, damit wir keine Neuigkeitspunkte haben. Ich hasse das nämlich wie die Pest. Du hier. Ich bin bereit zu segeln. Wir haben viel zu tun. Ah, ich bin Segler. Wohin geht's? Lass uns segeln. Wir wollen zuerst zu den kleinen Inseln. Die kleinen Inseln, das klingt gut. Auf Wiedersehen. Ja, und jetzt? Wir können ja auch nicht schwimmen oder so. Sollen wir jetzt irgendwie angeln? Keine Angst, der Ozean ist mein Freund. Oh, Tyler, ich hab dich auch lieb. Du wolltest mich was fragen. Wie segelt man? Keine Sorge, ich kümmere mich um die Navigation. Du brauchst mir nur sagen, wo du hinsegeln möchtest. Was machen wir nochmal? Wir suchen nach den Fischgründen. Mein Volk sind Nomaden. Reise und Nahrung. Okay, Reise und Nahrung. Okay. Ja, dann segeln wir woanders hin und zwar nicht zu den kleinen Inseln. Komm mal wieder. Wir müssen ja irgendwie. Der bringt uns ja auch nichts. Die kommen ja nicht vom Schiff runter, um irgendwas zu suchen oder so. Haben wir. Felsnadel. Danke. Hallo. Oh.
Korallenriff. Toll, lass uns später reden. Oh, eine Laterne. Guck mal, was ich gefunden habe. Ach, es ist eine Fackel. Nein, es ist halt eine Fackel, ist auch okay. Hallo. Kronex, danke für dein Follow. Schön, dass du da bist. Fantastisch. Aha. Lass uns zurück zum Rand des Nebels fahren. Ich werde sie auf dem Kahn befestigen, während wir segeln. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Aha. Lass uns durch den Nebel segeln. Die Fackel, die wir gefunden haben, wird die Nacht und das Meer erhellen. Danke. Jo, ey, ich hab kein Befehl für Discord direkt, aber du siehst gerade, der Nightbot hat einen Linktree gepostet. Dort findest du den Link zum Discord. Also klick einfach den Linktree an, such den Discord-Link raus und dann all fine. So, was jetzt? Angeln? Tun wir jetzt Angeln? Oh, gar nicht gut. Wir haben keine Energie. Was hast du heute noch so geplant? Ich zocke jetzt noch so circa eine halbe Stunde. Dreamlight Valley. Und danach wollte ich mit Malte und Flo in DBD. Maybe ist Damien auch mit dabei. Ansonsten, ich würde mich auch im Monstrum sehen. Müsste ich nachher mal gleich mit Flo reden. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir da so Bock drauf haben, alle Mann. So, einmal richtig ausrichten, weil ansonsten treffen wir nämlich das scheiß Teil nicht. Kann ich eigentlich, wenn ich das, kann ich das lenken? Weil ich kann das auch nicht lenken. Ich muss halt wirklich richtig dafür stehen, das ist so nervig. Oh, jetzt hat er es. Ich bin noch arbeiten, dann wäre ich vielleicht dabei. Ja, das wäre cool. Ich würde mich freuen. Dann zeigen wir Vajana unseren Fun, ein Albino-Thunfisch. Wie cool. Hey! Du hast einen Fisch gefunden. Das bedeutet, dass es ein guter Ort für meine Leute sein wird, um unsere Vorräte aufzufüllen. Mm. Sehr gerne. Ich helfe gern. Yeah. Wenn du willst, kann ich jetzt mit dir dein Tal besuchen. Du brauchst einen Ort, an dem du leben kannst. Ein Ort, der sich vertraut anfühlt. Das wäre schön. Ich werde zur Insel zurücksegeln. Hol mich, wenn du bereit bist. Jetzt wird es nämlich cool. Wir gehen jetzt nämlich zurück ins Dreamlight Valley. Und bauen jetzt außerhalb des Schlosses Vajanas Zuhause. Das heißt, wir suchen uns jetzt einen coolen Ort raus. Gucken, dass wir da alles freiräumen, dass wir da alles leerräumen. Ich würde sie ganz gerne eigentlich unten ans Wasser. Kann ich ihr Haus unten am Wasser bauen? Das wäre mega. So. Jetzt müssten wir rein theoretisch mit unserer... Ja, oh Mann, so cool. Dadurch, dass wir jetzt bei... Oh, Glas. Neues Herstellungsrezept. Handbuch zum Graben. Die sind wieder noch zu groß, ne? Das reicht irgendwie noch nicht. Aber wir kriegen die Kleinen schon mal zertrümmert. Okay. So, dann gehen wir jetzt einmal in die Möbel und gucken, dass wir Vajanas Unterkunft hier irgendwo... Können wir... Schon wieder Links-Rechts-Schwäche hier. Nee, ich will das schon, dass sie zum Wasser gucken kann. Ich glaube, hier ist cool. Gucken mal. Ja, dann kann sie hier... Hat sie direkt den Steg vor der Nase. Ja, finde ich cool.
So, dann schalten wir das frei, dann können wir sie holen. Ich verstehe nicht, worauf du noch wartest. Bezahle die Gebühr und Duck Bauunternehmen wird ein Haus nach Maß für Bewohner von Mutunui bauen. Zweiter, ja, easy going. Easy going, gar kein Problem. Dann haben wir jetzt Vajanas Hütte. Hi Silvana, willkommen. Machen wir. Ja, mega. Ja, Mensch, Vajana. Nee. Besser. So, Hammer. Das ist es also. Dies ist dein Zuhause. Es ist so... kaputt? Nein, nicht kaputt. Nur unvollständig. Oh, süß. Ich bin froh, dass du mich hergebracht hast. Ich schätze, dass ich helfen kann. Sehr gut. Ein Festmahl eines Halbgottes, das eines Halbgottes würdig ist. Wir brauchen Merlin. Wo ist Merlin? Merlin? Da unten. Merlin! Schau mal, was ich gefunden habe. Oh, hallöchen. Eine schöne Auswahl an mystischer eine schöne Auswahl an mystischer Flora. Ich kann nicht mehr lesen heute. Ausgezeichnete Arbeit, Betty. Vielen lieben Dank. Nun werde ich sie zu einem Zauber für deine Gießkanne verweben. Wenn alles gut geht, kannst du dann einige ziemlich lästige Pilze sofort und vollständig vernichten. Kann man mit diesem Zauber verhindern, dass Nachtdorn wachsen? Sehr scharfsinnig. Das ist etwas, worauf wir hoffentlich hinarbeiten können. Wende diese Verzauberung aber noch nicht für die Nachtdornen an. Es wird keine Auswirkungen auf magische Pflanzen haben. Wir sollten mit den Pilzen beginnen. Ich hätte es selbst nicht besser hin. Folge Merlin zu den Pilzen auf der Wiese in der Nähe des Eingangs zur Lichtung des Vertrautens. Hi. Sprich mit Merlin. Hallöchen. Nun, dies ist nur ein Test. Die Verzauberung ist also nur vorübergehend. Gieße die Pilze mit der Gießkanne auf der Wiese in der Nähe des Eingangs zur Lichtung des Vertrauens. Cool, dann haben wir jetzt ein Gießkann-Update. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Geschafft. Juhu, die Verzauberung hat diese lästige Pilze entfernt. Ich werde nun daran arbeiten, sie dauerhaft in deiner Gießkanne zu verankern. Sie wird bald noch nützlicher sein. Ha, hervorragend. Ja, moin. Das ist ja mega. Und jetzt können wir hier so Pilze, hier, tschüss. Nicht? Ach, war das jetzt nur für den einen Versuch? Das ist ja langweilig. Ich dachte, wir haben das jetzt dauerhaft. Aber ich würde jetzt ganz gerne einmal mir Vajanas Haus angucken wollen und dann nochmal, wir sind auf der falschen Seite, ne? Und ich glaube, wir können das da hinten immer noch nicht kaputt hauen jetzt. Den kleinen ja, aber den großen wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee. Ja, blöd. Warum rennt Dagobert uns jetzt so hinterher? Nee, tut er nicht, ich dachte. Dann laufen wir doch einmal auf der anderen Seite runter oder wir machen es doch einfach ein bisschen schneller. So, Vajanas Haus. Ich will sehen, wie das aussieht. Ziemlich leer. Ich hätte gedacht, es wäre voller. Wir haben keinen Platz im Inventar, was? Oh, doch. Orangefarbenes Herz von Tefiti-Leibchen. Oh, süß. Hammer. So, Missionen. Dreamlight. Freundschaft. Mache Bilder, Hammer.
Aufgaben. Reichsaufgaben, Storyaufgaben, verloren im finsteren Hain. Ich würde sagen, wir gehen erst einmal zu Christoph. Aber warte, wir müssen noch die Karte. Hatten wir jetzt hier oben? Wir hatten links, ne? Wir machen mal ein bisschen weiter mit der allgemeinen Story. So, können wir das Portal betreten? Ich weiß auch nicht mehr, um wen es ging. Ich weiß immer, dass wir irgendwen hier jetzt auch finden, den wir mit nach Hause bringen. Ich weiß nur nicht mehr, wen. Donald Duck, siehst du? Dornen, Dornen, noch mehr Dornen. Irgendwas hier tun? Aufheben. Oh! Okay. Davon ist, glaube ich, untersuche den finsteren Hain nach Hinweisen auf den Verbleib von Donald. Aber wir können doch hier nichts machen. Wir können hier nichts tun. Was haben wir gerade aufgehoben? Gemeines Kraut, ein Kraut, das im finsteren Hain wächst. Wir gehen mal zurück und zeigen das mal Christoph.